Was geht ab, meine Z-Fighter? Osiris hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und heute machen wir Multi-Summon. Heute sammeln wir bei Ultra Instinct Goku. Schauen wir uns mal kurz an, wie die ganzen Schritte laufen, wie der Ablauf ist, damit ihr auch da Bescheid wisst. Quasi werden wir die drei Durchläufe machen des Discounts und dann unsere Tickets verhauen. Let's go. Also, das Ganze läuft so bei den Multi-Summons beim Ultra Instinct Goku. Beziehungsweise bei den Special Summons, bei den Super Summon Discounts. Es gibt drei Schritte. Schritt 1 ist, ihr zahlt 5 Dragon Stones, bekommt einen Charakter und diese Items, Training-Items, Weihnachts-Items plus ein Christmas-Banner, Christmas-Ticket, sorry. Schritt 2, 15 Dragon Stones für 3 Charaktere, bekommt ein Master Roshi Center, ist quasi ein Elder Kai, gibt ein Level-Up für die SA eines Charakters und noch ein Christmas-Ticket. Schritt 3, zahlt ihr 30 Stones, bekommt 7 Charaktere, und ihr bekommt 3 Christmas-Tickets. Quasi, wenn ihr das hochrechnet, ist es wie ein Multisum, geteilter Multisum mit vielen, sehr vielen guten Sachen, die wir bekommen. Das Ganze, diese drei Schritte, wiederholen sich ganze dreimal. Ihr müsst das dreimal machen, beziehungsweise könnt das dreimal machen. Danach, nach diesen drei Runden, wie es hier steht, sind wir bei Schritt 4. Und da kostet jeder Multisum 50 Dragonstones. Wobei ihr dann bei jedem Multisum ganz klar wie üblich 10 Charaktere bekommt, aber eine zufällige Anzahl an Christmas-Tickets, bis zu 10 Stück. Was könnt ihr mit diesen Christmas-Tickets machen? Es ist auch der Ticket-Banner von Ultra Instinct Goku, hier seht ihr es. Und es ist ein GSSR-Banner. Vorsicht gesagt, es ist zwar ein GSSR-Banner, aber für jeden SSR, also nicht nur für die gefeatureten Charaktere. Also kann in jedem quasi Multisum, in jedem fünften Single-Sum ein garantierter SR tauchen. Nicht nur aber diese Dokkan-exklusiven Charaktere, sondern auch andere, das sehen wir aber dann gleich. Im Prinzip, wie angesagt, Ticketbanner können entweder 5 Single-Sum machen, dann ist der fünfte ein garantierter SSR, oder ihr macht direkt ein Multisum, da ist der fünfte ein garantierter SSR, und in den Ticketbanner kommen auch nur 5 Charaktere. Aber, wie gesagt, Ultra Instinct Goku, schauen wir uns mal den Banner an, wir machen die drei Durchläufe gemeinsam, damit ihr wisst, wie das Ganze läuft, wie das aussieht und klar, wenn wir ihn summonen wollen. Ultra Instinct Goku kennen wir Leute, die ihn noch nicht kennen, können wir uns mal kurz gerne angucken. Er ist der Leader der Realm of Gods, also die Götterkarten, gibt Ki plus 2 auf jeden Attribut 120% oder in Type Ki plus 2 HP hat 140%. Erhöht den Angriff und macht immens Damage. Zudem bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%, so fix immer. Und einmalig, wenn die HP 50% oder drunter fallen, bekommt der Ki plus 3 weitere 70% auf seinen Angriff und hat eine hohe Chance, Angriffe zu dodgen, gegnerische Angriffe. Kamehameha prepared for Godly Power over the Flash First Awaken. Und ja, er hat noch kein Dokkan Awaken, er hat noch kein Dokkan Event, so wie in JP. Das ist auch in Global so. Könnt ihr mal gerne angucken, welche Charaktere hier drin sind. Das ist wirklich quasi ein Götterteam, reines Götterteam. Alles klar, dann in den Banner ist, der Banner ist ein bisschen anders. Super Gogeta ist drin, Kid Buu ist drin. Heißt, wir haben schon drei Leute. Wir haben drei Kategorie-Leader und hier solltet ihr auf jeden Fall jetzt schon summonen, auf jeden Fall mit diesen drei. Aber es geht weiter. Kaioken Blue, Blue Vegeta, Blue Vegito, Rosé, Fusion Zamasu, Virus. In diesem Banner, Leute, könnt ihr auf jeden Fall summonen, empfehle ich euch, und das machen wir jetzt auch. Schritt 1, ein Single Summon, Hashtag ein Single Summon, ja. Super Saiyan 2, Hack to the left. Und? Was? Was? Hä? Hashtag ein Single Summon. Dein Ernst? Mit einem Single Summon. Und hier sind die Preise, Leute. Candies und Ticket. Mit einem Single Summon. Gogeta. Ein Dieb für Gogeta. Nehmen wir auf jeden Fall dankend an. Oh mein Heiliger. So kann das anfangen, Leute. So kann das anfangen. Schritt 2, Step 2. Drei Charaktere bekommen Master Roshi für 15 Dragon Stones. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Erster Single Summon bei einem Banner direkt Super Gogeta. Rainbow. Bleiben wir Baseform. Wir gehen Super Saiyan. 1, Super Saiyan 2. Rainbow, Super Saiyan 3 für 3 Charaktere. Was bekommen wir? Trunks, okay. Hey, Krillin. Und? Okay. Gohan, passt.
Komm hier, auch diese Preise nun. Boom, Master Roshi und Tickets. Sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, ups, da könnte ich direkt weitermachen. Aber das, oh mein Gott. Jetzt bekommen 7 Charaktere für 3 Strength Stones. Quasi nochmal 5 Stones vergünstigt. Und wenn wir das hochrechnen, haben wir jetzt einen Multi zusammengehauen und wir haben schon einen gegeben. 1, 2, 3, 4, 5 Pots. 5 Pots. Okay, wir gehen Super Saiyan. 1, Super Saiyan 2. Super Saiyan 2, 5 Pots. Das bekommen wir aus den 7 Charakteren von Schritt 3. Wir fangen an mit Bardock. Ey, oh Gott, diesen Bardock. Wie oft ich schon gesehen habe. Es geht weiter. Dude, seinen Namen kenne ich nicht, habe ich vergessen. Dure, Dore oder wie auch immer. C16. Krillin, ey, unser Boy Krillin. Gohan. Alright. Chaozu. Ja! Das heißt 100% Blue Vegeta. Was ihr vor euch seht, ist 100% Blue Vegeta. Mein letzter Dupe. Oh mein Gott. Also quasi haben wir jetzt einen Multi-Zahn gemacht. Zwei richtig geile SR bekommen. Oh mein Gott. Vor allem der erste Single-Sum. Der war ja mal brutal. So, das war jetzt ein Durchlauf. Da tut er sich resetten. Runde 2. Machen wir jetzt nochmal. Hashtag 1 Single-Sum. Passiert das hier nochmal? Ach du, oh mein Gott. Wieder Hacker to the left. Instant Super Saiyan. Oh, das war geil. Gogeta und Blue Vegeta, sehr cool. Okay, Kaioshin. Einziges haben Kaioshin. Nice. Gut. Kommen wieder die Sachen natürlich. Vor allem die Ticketbanner, Leute. Die Tickets. Danach machen wir auch die Ticketbanner. Und da ist ja einer gefeatured, ein SR gefeatured. Wird sehr spannend sein, wer das sein wird. So, 1, 2, 3 Pots. 3 Pots für 3 Charaktere in Step 2, auf Step 2. Was geht hier? Super Saiyan 1, Super Saiyan 2? Super Saiyan 2. Und wir fangen, ey, Janemba. Okay, cool. Yakon. Und... Lol, Guldo, alles klar. Okay, boom, jetzt. Schritt 3. 7 Charaktere wieder. 30 Stones. Und natürlich alle Preise, die wir bekommen. 3 Tickets sind das hier. Ein Pot. Dieser ein Pot könnte böse werden. Komm, lass kein Dead Multi sein. Aber ich denke ja, weil es sind 7 Charaktere. Okay. Können wir einmal durchklicken, das ist ein Dead Multi. Oh je. Yeah. Was heißt Dead Multi? Dead 7 Charaktere. Aber aus diesem Durchlauf, aus dem zweiten Durchlauf, haben wir nichts gezogen. Oh Gott, wir haben noch quasi 91 Summon hochgerechnet für Outrun, Goku und die Tickets. 2 sehr gute SR haben wir gezogen. Quasi stehen wir 1-1. Kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Aber wir dürfen unseren Boy Outrun nicht vergessen. 1, 2, 3, 4 Pots. Wir dürfen unseren Boy Outrun auf jeden Fall nicht vergessen. Wo ist unser Dude? Kommt der heute noch? Super Saiyan 2. Das ist jetzt wieder ein Single Summon quasi. Für Chaozu. Ja, da denkt man sich Rainbow, Super Saiyan 2, Chaozu, ja, GG. Gut. Aber ihr seht, wir bekommen andauernd die Sachen. Wir bekommen andauernd die Sachen. Und nachdem wir die drei Durchläufe, die drei Runden gemacht haben, bekommen wir sie für jeden Multisummon. Für jeden Multisummon bekommen wir. Oh, wieder ein Pot. Bekommen wir eine zufällige Anzahl an Tickets. Das ist geil, das ist auf jeden Fall geil. Bis zu 10 Stück. Zufällige Anzahl kann man sich streiten, ja, wenn man dann 1 bekommt, oh Gott, wow. Dann denkt man sich, ja, GG, und andere bekommt 10, dann, Babidi. Vegeta. Und last but not least, Genio. Okay, bis jetzt noch kein SSR. Okay, heißt, der letzte Minister muss es klären. Ich hoffe, 7 Charaktere, komm schon, gib uns noch einen SSR. Aus den Discount Summons, das wäre nett, dann würden wir 1-1 stehen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Pots für 7 Charaktere, Instant Super Saiyan. Ein SSR wäre noch nice auf jeden Fall, Super Saiyan 1, 2. Super Saiyan 2. Ey, alles klar, ein SSR direkt am Anfang, nehme ich auf jeden Fall an. Den Dude habe ich noch gar nicht, glaube ich. Sehr gut, nehme ich auf jeden Fall an, nicht gefeatured, macht nichts, sehr gut. Also stehen auf jeden Fall schon mal 1-1 aus den Discount Summons, das ist sehr, sehr cool. Aber wir haben noch die Ticketbanner, Leute. Wir haben noch die Ticketbanner. Und da ist ja eine garantiert. Da bin ich auch gespannt, wie das Ganze ablaufen wird, wenn ich ehrlich bin. Also, let's go. Gucken wir uns das Ganze mal gleich an. Freezer.
und Bojack. Ah, ey, noch ein SSR. Total random, Mai, nicht gefeatured wieder. Okay, 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 okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nun gut. Genau, jetzt holen wir uns die Tickets ab, wie gesagt. Könnt ihr euch aus den Presents holen, dann macht man ein Ticketbanner noch. Und ihr seht die Santa Claus auch, das ist ein Elder Kai quasi, Leute, das ist ein Elder Kai. Und ist gar nicht mal so schlecht, wenn ihr für die Multis am Elder Kai bekommt, denn im Prinzip... Wir haben 15 Tickets und 3 Elder Kai von denen, okay, nice. Heißt, 15 Tickets bekommen, 3 Multis dann machen. Ja. Ah ja, und 3-mal gefeatured Charaktere bekommen wir jetzt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, welche das sein werden. Da bin ich echt gespannt. 1, 2, 3, 4 Pots. Super Saiyan, wir gehen Super Saiyan. Und im Hinterkopf behalten, einer ist immer gefeatured, der allerletzte. Das ist dann quasi so, wenn davor nichts kommt, dann ist der letzte und dann prickelt es. C17. Zum Goten. Okay, Captain Ginyu, der letzte wird es wahrscheinlich sein. Wer ist der letzte? Oh, okay. Ihr seht es, auch nicht gefeatured Charakter gekommen, aber C18 hatte ich nicht, nehme ich an. Alles gut. Also das ist halt echt geil mit den Tickets, dass man da einen garantierten bekommt. Das ist wirklich sehr, sehr cool, wenn ich, bin ich ehrlich, das ist geil. Das hat was. Okay. Herkut to the left. Zack. Auch wenn jetzt garantiert S-Animation kommt, wir wissen, wir bekommen ja einen garantiert. Daher, let's go. Gucken wir, was hier abgeht. Ja! Kid Buu! Kid Buu hatte ich nicht. Warum freue ich mich? Osarumito mit Kid Buu ist jetzt möglich. Oh mein Gott, Kid Buu hatte ich nicht. Kid Buu habe ich. Ich habe gestern noch im Stream gesagt, ich warte darauf, dass Kid Buu irgendwie random droppt und da ist er. Aber wir haben ja noch ein SSR. Wir haben noch ein SSR hier. Und? Ja! Natürlich haben wir den Dude auf 100% und dann kommt er wieder. Macht nichts, da freue ich mich. Blue Vegeta, freue ich mich auf jeden Fall. Ist im Prinzip, geht in der SA rein. Für andere Vegetas. Aber Kid Buu ist geil. Kid Buu ist geil. Kid Buu ist geil. Kid Buu ist geil. Das war ein geiler. Das war ein geiler Multi. 1, 2, 3, 4, 5. Letzter Multi, Leute. Letzter Multi für heute. Ja, okay. Es wird ein Split Screen, Crack Screen. Crack the Screen. Und... Thank you, Dragon Balls. Wir haben noch kein Ultra Instinct Goku. Ziehen wir ihn, Leute. Gucken wir mal. Aus dem Ticket-Banner, das wäre wirklich spektakulär. Wenn nicht, auch gut. Wirklich brutales Video, brutales Summon-Video. Wir haben wirklich sehr, sehr gut gezogen. Super Gogeta direkt bei dem ersten Single-Summon. Was war das, Leute? Was war das? Ich bitte euch. Der letzte Charakter. Wer ist es? Oh, Beerus. Hatte ich nicht. Nehme ich an. Kein Thema. Alles klar, sehr gut. Gut, Leute, nun habt ihr einen Einblick davon, wie das Ganze läuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace.